Oh Gott. Ja, ja, der kleine Hexer rennt und rennt. So, da bin ich wieder. Ja, hallo Nanaki, schön, dass du reinschaust. Auch wenn gerade Pause war. Ich habe mich aber versucht zu beeilen. Ich hoffe, es geht dir gut. Mussten wir eben doch noch eine kurze Jacke holen. Weil mir doch etwas sehr kalt ist. So. Ja, wo müssen wir hin? Gott, ich weiß es schon gar nicht. Oh Gott, einmal komplett darunter. Ah, Blasche war die schönste Erweiterung. Ja, och, ich bin verliebt. Ich bin echt verliebt. Wir haben am... Oh Gott, wann war es? Mittwoch. Mittwoch haben wir mit Blatt und Wein angefangen. Los, los. Und ich bin... Ja, fasziniert. Begeistert. Himmelhoch jauchzend. Und ich kann verstehen, warum... So viele, die es lieben. Ich tue es nämlich auch. Allein die Gegend, die Musik, ach Gott, das ist einfach alles herrlich. Wir haben jetzt auch gerade das Turnier abgeschlossen. Und ja, kümmern uns jetzt halt heute so ein bisschen um einige Nebenquests. Weil letztes Mal haben wir halt sehr viel die Hauptquests gemacht. Deswegen, oh, diesmal Nebenquest dran. Ja, warum kann man nur lieben? Allein die schöne Landschaft, die Musik, ja, auch herrlich. Vor allem halt auch so Kleinigkeiten wie diese Wandbilder und so. Das ist halt mega schön gemacht. Auch die Stadt an sich, die erinnert mich so sehr an einige Stellen in Österreich tatsächlich. Und ich liebe sowas, diese bunten Gebäude. Es ist, ach, unglaublich schön. Meine Mama kriegt jetzt so einen Bauch. Ja. Langsamer. Ich glaube, wir werden auch noch sehr, sehr viel Zeit hier in diesem DLC verbringen. Hearts of Stone habe ich ja relativ schnell über die Bühne gebracht. War auch cool. Auch da war die Musik echt unglaublich schön. Aber ich glaube, hier werden wir länger dran sitzen. Allein, weil es ja eine komplett neue Map jetzt auch wieder ist. Da hängen die Unterhöschen. Hier findest du keine Arbeit. Also, vergleich zu Blatt und Wein, nein. Überhaupt nicht. Also, wie gesagt, da fand ich die Story auch echt gut. Aber ich finde auch, an Blatt und Wein kommt es überhaupt nicht ran. Also auch jetzt, allein diese Musik und selbst die Orte in der Stadt sehen an jeder Stelle anders aus. Dieser Abschnitt sieht ganz anders aus als vorne, wo wir reingeritten sind. Komm jetzt. Das ist echt wunderschön gemacht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das mich so fesseln würde. Halt! Ertrunkener. Denken viele nicht, bis die Suchtspirale sie packt. Oh ja. Mich hat sie auch gepackt. Eine Inschrift in älterer Rede. Eine Lösung liegt nicht in Dolnefte, sondern in unserem Herzen. Ehre gebührt Ehre. Verdammt. Das Tagebuch des Professors ist weg. Da hatte wohl schon jemand dieselbe Idee. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich noch was anderes. Ich weiß, was wir auf jeden Fall finden. Das seid ihr. Die kleinen süßen Ertrunkenen. Komm her. Leider so 20 Minuten in den Lurk kommen, so schnell wie möglich wieder, bis gleich. Okay, viel Spaß auf jeden Fall im Lurk und bis gleich.
Okay, die haben hier wieder nur atmende Hirne. Diese kleinen Hirnis. Ich auch mal mit. Oh, und dann gucken wir uns hier einmal um. Vielleicht finden wir was. Ja, dann Spuren. Fußspuren. Schmal und flach. Jemand Kleines, Leichtes. Vielleicht eine Frau? Warte mal. Sehen, wohin die wohl führen. Huch. Jetzt. Verdammt, die Spur ist weg. Ob der Grabräuber mehr erfahren hat als ich? Möglich. Der Professor kann mir bei meiner Suche nicht wirklich helfen. Hier werde ich nichts Neues erfahren. Die Karte, die mir Triss geschickt hat, muss reichen. In der Inschrift wurden Eliren und Dol Nävde, das Tal der Neuen, erwähnt. Okay, warte mal. Wir gehen ins Notizen. Das ist die Karte. Ja. Der auf der Karte markierte Ort ist jetzt überflutet. Der Saint-Retour fließt hier durch. Dort muss einst das Tal der Neuen gelegen haben. Ich muss mich umsehen. Sind auch die Ringgeister die Neuen? Ich meine, wenn es das Tal der Neuen ist, dann müsste es doch eigentlich auch die Ringgeister geben, oder? Ich weiß, anderes Genre. Also, Genre, sondern... Ne? Anderes Spiel. Serie. Oh, die ganzen Weinreben. Ich will Wein! Ein Tag wie alle anderen. Wir haben aber nur noch eine Flasche. Und die will ich mir aufheben. So ist gut. Also, ganz ehrlich, wenn ich eine Katze wäre und man würde mich so rufen, so, mit so... Ich würde niemals zu dieser Person gehen. Ich würde einfach mal so umdrehen und nie wiederkommen. Bei der Stimmlage... nein. Niemals. Die arme Katze. Gut, das ist ein Monsternest. Das ist ein Monsternest. Gehst du mal bitte vom Pferd hier? Wahrscheinlich kriegen wir jetzt so einen schönen Schmausgeblasen. Oh, wie geht's. Also beim letzten Mal haben uns die Endriagen einiges Gefahren gesetzt. Gehen wir jetzt. Die Musik. So schön. Aua! Nee. So. Wo wir gleich aufs Gehen. Du kleines, mieses, mieses Ding. Nein, nein, nein. So. So, wir können da einmal auch Rüstungsdurchbohrung einmal reinpacken. Ich muss es zerstören, wenn ich die Endriagen loswerden möchte. So. Nestchen ist zerstört. Kletter da rein. Hier runter. Ah, hier ist wieder der Friedhof. Stimmt, hier geht dann die Hauptquest weiter, aber hier wollen wir nicht hin. Plätze. Komm schon, Plätze. Oh Gott. Geralt.
mal, ich will einmal ganz kurz wieder auftauchen. Nicht, dass wir dann hier drauf gehen. Hör auf zu schießen. Na, ein Portal. Natürlich, was auch sonst. Der Grabräuber muss was in Moros Grab gefunden haben. Das Eingangsportal aktiviert wurde. Mal sehen, was uns hier erwartet. Hm, auf jeden Fall ist eine Ruine. Staffel. Hat aber jemand einen üblen Sinn für Humor? Mhm. Aber ein ganz lieblen. Verdammt. Scheiße. Aha, okay. Und so stirbt Geralt. Von Riva. Wegen der Blödheit der Spielerin. Kann ich nicht einfach außen rumgehen? Also wir haben seine Kiste. Mal sehen, ob sie es gelohnt hat. Nö. Natürlich nicht. Okay. Und hier kommt's. Oh ja. Yeah. Ach, war klar. Oh Gott, hier. Wächter. Okay. Ich möchte einmal wissen, was es hier hinten gibt. Nehmen wir es unsichtbare Wände. Da.
Okay. Wie soll ich da hinkommen? War ein Unfall. Das war doch wirklich nur ein Unfall. A few moments later. So in der Art, ja. Ah. Nicht schlecht. Sowas hätte ich auch gerne. Das bedeutet für dich, Geralt? Nicht schlecht. Sowas hätte ich auch gerne. Oh, mal die Minimap unbedingt. So unbedingt nicht, aber... Sie hilft einem doch schon. Also es gibt Momente, in denen ich nicht wüsste, was ich ohne meine Map machen sollte. Hier gibt es doch noch einen Gang. Okay, wir müssen also irgendwie darüber. Oder? Wo kommen wir hier noch? Nee. Nee. Ja, wie kommen wir da rein, raus, rüber? Das Ganze nämlich ohne Experimente. Okay. Ah, hier haben wir auf jeden Fall das Tagebuch. Das würde uns wahrscheinlich weniger nützen. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwie weiterhilft, aber... Der hatte auf jeden Fall eine ganz blöde Idee. Da. Warte mal. Natürlich. Verschlossen. Die Notizen erwähnen vier hervorstehende Steine. Ich muss sie irgendwie reinbringen. Die Stelle richtig kennenlerne. Also in den anderen Städten habe ich besser, zumindest hier in dem Spiel, weniger Probleme. Komme ich mit der Zeit klar. Hier. Boah. Boah, das ist so neu. Nein, 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 Geralt. Bleib mal. Soll ich die eigentlich untersuchen? Okay. Gott, ich und meine Treffsicherheit, ey. Ja, schön. Wir hätten uns den einen Tod sparen können. Kannst du Warzone? Warzone kenne ich nicht. Zumindest also vom Namen her klar, aber ich habe es noch nie selber gespielt. Ist, glaube ich, auch nicht ganz so meins. Ich würde es vielleicht mal ausprobieren, aber ich glaube, das ist nicht so meine Art
Spiel. Oh, ziemlich interessanter Ort. Da hat sich jemand viele Gedanken bei der Planung gemacht. Ich sollte mich umsehen. Die wären noch hundertprozentig lebendig. Beeindruckend. Ist das nur Dekoration oder... Unerwünschter Eindringling. Du bist hier nicht willkommen. Ja, warte mal. Vorsichtshalber, falls gleich noch welche kommen, habe ich noch Konstruktöl. Ja, haben wir. Wir haben noch Konstruktöl. Foto. Großartig. Portale. Das wird ja immer besser. Ich. Also Portale. Na schön. Suchen wir eben den nächsten. Verflucht. Schon wieder am Anfang. Das Tor ist es nicht. Na schön. Suchen wir eben den nächsten. Mist. Schon wieder falsch. Vielleicht gibt es hier ja einen Hinweis. Hier lang. Verflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Na schön. Suchen wir eben den nächsten. Irgendwann kriegen wir auch noch den richtigen Weg raus. Einmal geradeaus. Suchen wir eben den nächsten. Der erste wäre wahrscheinlich zu einfach. A few moments later. Ach, leckt's mir doch. Schon wieder am Anfang gelandet. Sag mal, ich hatte sowas. So, okay. Jetzt einmal auf die andere Seite. Halli, hopp. Halli, hopp. Blut. Ja, ja, alles gut. Suchen wir eben den nächsten. Fett bei allem. Ach komm! Die Statuen scheinen ausgerichtet zu sein, als ob sie in eine Richtung zeigen würden. Okay. Vielleicht zum richtigen Portal. Warte mal. Das ist ein guter Hinweis. Danke, Geralt. Wobei das hier ja leicht mies ist. Also der vordere hier war es auf jeden Fall nicht. Weiß ich. Waren wir ja schon. So, und wohin? Na schön. Suchen wir eben den nächsten. Okay, also laut der anderen Statue da unten wäre es dann als andere Portale da hinten. Wie kommen wir da hin? Die Frage ist halt wirklich, die Statue guckt jetzt noch da. Ist es dann dieses Portal? Oder ist es eines der unteren Portale? Hier muss Moro sein Labor gehabt haben. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Oh, hey.
Fragen über Fragen. Juli 1102. Heute beginne ich mit der größten Aufgabe meines Lebens, die größer und wichtiger als alles ist, was ich bisher getan habe, da sie mich persönlich betrifft. Mich und meinen Sohn. Als ich vor 15 Jahren im Wald von einer Bestie angegriffen wurde, kam mir ein Hexer zu Hilfe und rettete mir das Leben. Ich wusste damals nicht, dass ich diese Rettung mit dem Verlust des Mitspracherechts für die Zukunft meines eigenen Sohnes bezahlen würde. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich es getan und wäre lieber gestorben, als den Hexern meinen einzigen Sohn zu überlassen. Aber so schwor ich an dem Tag, als Jerome mitgenommen wurde, bei meiner Ehre, meinen Sohn zurückzuholen. Heute, nach vielen Jahren der Forschung und Vorbereitung, habe ich immerhin ein Gerät entwickelt, mit dem ich Mutationen studieren kann. Wenn mir die Götter gewogen sind, finde ich einen Weg, besagte Mutationen rückgängig zu machen und Jerome ein normales Leben zu ermöglichen. So, der Professor wollte Hexermutationen nicht verstärken. Er wollte sie rückgängig machen. Ob ihm das gelungen ist? Mal sehen, ob mir das weiterhilft. Der Kristall zu diesem Eintrag fehlt. Könnte irgendwo sein. Ich sehe mich mal um. Problem ist, wir kommen hier gerade leider nicht raus. Beobachtung 30. Die Mutationen setzen nicht sofort ein. Erstaunlicherweise entwickeln sie sich auch nicht über einen gewissen Zeitraum hinweg. Um eine Mutation abzuschließen, muss das entsprechende Muttergen vielmehr fortlaufend verabreicht werden. Die Testperson verträgt das nicht besonders gut. Aber ich habe einen Weg gefunden, wodurch die Mutationen weniger problematisch und invasiv verlaufen. Ich füge der Mutagenbasis das Albumin eines mutierten Riesentausendfüßlers hinzu. In einem Glasterrarium gehalten, entwickeln sich die Eier nicht. Sie bleiben klein. Die Eier selbst sehen wunderbar aus. Ja, das stimmt. In mutierter Form. Rein theoretisch habe ich heute sogar viel zu wenig gegessen. Hoffentlich verursacht das hinzugefügte Albumin keine größeren Nebenwirkungen. Aber das werden wir erst noch herausfinden. Hatte, nachdem wir mit dem Hund draußen waren, nämlich keine Lust mehr, noch großartig was zu machen. Dann habe ich irgendwie so ein bisschen das Essen vergessen. Jahre der Experimente, Forschung, Opfer, alles umsonst. Ich habe das Ziel, das ich mir gesteckt habe, nicht erreicht. Jede Mutation, die ich meinen Testpersonen verabreicht habe, erwies sich bei Jerome als wirkungslos. Was ihn von seinem Hexersein heilen sollte, ihm ein normales Leben ermöglichen sollte, verstärkte seine Mutationen weiter. Machte ihn noch schneller und stärker und ließ ihn noch unmenschlicher werden. Es sieht aus, als müsste mein Sohn für immer Hexer bleiben. Ich bin gescheitert. Ich werde diesen Ort verlassen und nach Hause zurückkehren. Zu Lydia. Vielleicht nimmt sie mich doch noch zurück. Die Formeln und Mutagene lasse ich hier. Sollen sie doch verwittern und verfallen. So wie meine Träume, meinen Sohn zurückzuerhalten. Der Professor wollte also die Effekte der Mutationen rückgängig machen. Er hat sie aber nur verstärkt. Was für ein Glück für mich. Ich könnte von seinem Versagen profitieren. Könntest du. So. Kristallaufnahmen. Der Professor hat versucht, die Wirkungen der Hexermutationen zu neutralisieren, aber er hat sie dadurch nur verstärkt. Er hat das Eiweiß der Eier von Riesentausendfüßlern als Mutagenbasis verwendet. Ich sollte nach ihnen suchen.
Gut, das nehmen wir einmal mit. Das nehmen wir mit. Dieser Mensch kam sicherlich nicht freiwillig her. Wahrscheinlich nicht, nee. So faszinierend Maschinen auch sind, wie bringe ich sie nur zum Laufen? Das möchtest du nicht wissen. Hier ist noch ein Kristall. Das nehmen wir mal mit. Moreau muss seinen Sohn da drin eingesperrt haben. Grausam. Eine ganze Bibliothek. Die meisten Wälzer sind über Mutation und Genetik. Da geht's weiter. Da will ich mich noch nicht umsehen. Huch. So, jetzt haben wir nochmal zwei Kristalle. Die schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Beobachtung 22. Obwohl toxische Substanzen im Überfluss verabreicht wurden, weitaus mehr als gewöhnlich, zeigte die Testperson keinerlei Anzeichen von Überdosierung. Ich gehe davon aus, dass dies eine Folge der Mutationen ist. Dies ist ein kleiner Erfolg. Durch diese Mutation sollte Jerome Vergiftungen besser vertragen. Beobachtung 58. Manchmal führt Misserfolg doch zum Erfolg. Ich habe eine Methode entdeckt, bei der eine Art von Mutagen durch die Zugabe bestimmter Zutaten in eine andere transmutiert werden kann. Es ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Außerdem habe ich beobachtet, dass die heutige Mutagendosis die Testperson an die Schwelle des Todes gebracht hat. Plötzlich wachte er auf, war wiederbelebt, hatte frische Kräfte. In gewisser Hinsicht ist er von der Schwelle des Todes zurückgekehrt. Ob dies auf seine Mutationen zurückzuführen ist oder reiner Zufall war, lässt sich nicht feststellen. Ich muss weitere Experimente durchführen. Ich habe genug gesehen. Also schade, ich dachte, man könnte irgendwie noch an die Kiste umrennen. Egal. Konservierte Organe. Hoffentlich wurden die Spender nicht gezwungen. Schau dich nochmal um, gut ist wichtig. Ja, stimmt. Was ist das? Okay. Jetzt brauchen wir zwar eigentlich nicht mehr, aber was warte, da oben waren wir noch nicht, ne? Kiste! Entfernbar. Ich glaube, den Entfärber brauchen wir zwar am wenigsten, aber erst. Ja. Dann einmal hier weiter. Lass mich durch. Mama ist aufgewacht. Ja, toll. Ich glaube, Mama mag uns nicht. Au. Hast du keine Katze? Doch, habe ich, aber... Ich halte tatsächlich von Katzen nicht so sonderlich viel.
Im ersten Teil habe ich es noch relativ oft verwendet. Seit Teil 2 eigentlich gar nicht mehr. Hey, verschwind doch nicht einfach wieder. So, ist Mami tot? Ja, nein, vielleicht. Mami zuckt auf jeden Fall noch. Mami fand das ja wohl nicht so toll. Ich glaube, das Viech wird nicht gerne gestört. Au. Ja, grundsätzlich immer im Weg. Ach komm, das ist doch Farsche. Bleib doch mal. Ich will doch nur kuscheln. Ich weiß nicht, warum wollen die Monster eigentlich nie kuscheln, wenn ich das möchte? Ich will doch nur freundlich sein. Ich will doch nur spielen. Ich bin ganz lieber Hexe. Tu dir noch nicht. Jetzt zu sagen, wir so spielen. Meinst du? Die wirken so ein bisschen ruppig, oder? Kann ich das kaputt machen? Jetzt kann ich. Da. Nein, gerannt. Die etwas andere Gaskammer. So faszinierend Maschinen aussehen. Ich muss meine Rüstung und meine Waffen zurücklassen. Was? Sieh dich aus, kleine Maus. Mach dich nackig. Mann, Geralt, bist du Schnieke. Ob die Mutagene an so funktionieren wie bei seinem Sohn? Nun, ich werde es herausfinden. So, und gleich kommt so der Überhexer raus. Geralt 2.0. Geralt 3.0 OP. Eieiei. Bekam sie wohl nicht so gut, hä? Jetzt kann er tote Menschen sehen. Geralt, geht's dir nicht gut? Du hast das Mutationssystem freigeschaltet. Mutationen bedeuten neue Möglichkeiten, von denen normale Leute nur träumen können. Weitere Informationen findest du im Charakterfenster. Eieiei. So, ich nehme an, wir dürfen uns wieder anziehen. Ich. Meine Farbmittel möchte ich doch gar nichts wissen.
Nice. Ah, nicer Scheiß, ey. So. Wir werden gucken. Was war hier? Hier unten waren meine Schwerter. So. Eieiei. Druck ist hier, um Mutationsfenster zu öffnen. Also jetzt bin ich wieder komplett überfordert. Um Mutationen verwenden zu können, musst du sie zuerst erforschen. Wähle das. So schnell lese ich nicht. Um Mutationen erforschen, musst du die erforderliche Anzahl von Fertigkeitspunkten und Mutagenen dafür aufwenden. Wähle eine der fortgeschrittenen Mutationen aus. Fortgeschrittene Mutationen zu entwickeln, benötigst du zunächst Basismutationen. Informationen dazu fährst du in der Beschreibung der jeweiligen Mutation. Ich muss sagen, das kenne ich gar nicht. Nicht? Ich auch nicht. Das sind wir jetzt schon bei zwei. Okay, wir brauchen zwei Fertigkeitspunkte, um hier überhaupt irgendwas machen zu können. Hier das Spiel so oft zurückgespielt, aber das ist mir neu. Irgendwo bin ich ja ganz dankbar. Bin ich wenigstens nicht mehr alleine. Eieieiei. Mhm. Leicht überfordert.